Hallo, willkommen bei uns im Kanal und wir haben die Neuheit, die es schon mal gab, aber die Neuheit, die dieses Jahr jetzt erhältlich ist, zuerst in der Kioskbox, Kinder Bueno Coconut. Das ist so die große Kioskbox mit 30 Packungen und jeweils zwei Riegel in dem Beutel. Hier habt ihr mal Nährwerte und Zutaten. Und jetzt zeigen wir es auch nochmal in der Großaufnahme. Dann wollen wir sie mal für euch probieren. Wer sie noch nicht kennt, ich kenne sie auch noch nicht. Ich bin kein bekennender Kinder Bueno-Fan. Und dann will ich sie euch mal präsentieren. Sie sind also in dieser Verpackung dann nochmal ein. Foliert in einzelnen, wie man sieht. Also dort gibt es die dann nochmal in einer Folie. Ich liebe ja diese Aufreißer auch, wenn es nicht unbedingt wirklich immer funktioniert. Funktioniert nicht. So, man kann an dem Kinder Bueno Coconut erkennen. Es gibt außen Kokosflocken drumherum, weiße Schokolade. Bröselt auch ein bisschen. So sieht's. Von innen aus. Hat eine weiße Milchcreme drin. Und Kokosgeschmack. Ich werde mal eins aufschneiden. Momentchen. So, habe ich es mal aufgeschnitten, damit ihr einen Blick innen rein haben könnt. Hier ist die Creme drin. Kann man hier auch erkennen. Und die Creme selbst schmeckt nicht nach Kokosnuss, sondern nur die Hülle außenrum, also durch das Kokosaroma kommt durch die Kokosflocken, die auf der Waffel aufgebracht sind. Ja, ab sofort bei uns im Atundo-Shop, nicht nur die 30er-Box, wir haben auch kleinere Einheiten gepackt. Es gibt Gerüchte, dass dieses Produkt dieses Jahr auch in den normalen Handel nochmal kommen soll, in die Supermärkte als Limited Summer Edition. Also, jetzt, wer es schon haben möchte, ab sofort zu bestellen.